Moin, frohe Weihnachten, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap. Die Vierfachversion ohne Gräben in der Version 1.2. Wir sind am Stroh einfahren auf verschiedenen Feldern, beziehungsweise auf einem Feld am Stroh einfahren, auf einem Feld am Schwadern. Ich bin hier am Säen. Das Feld ist gleich soweit ausgesät. Ja, ich hatte Pflanzenwachstum nicht aus, deshalb sind hier einige Stellen schon bewachsen. Das soll jetzt aber mal nichts zur Sache tun, sag ich jetzt mal. Im anderen Feld hier werden wir gleich Zuckerrüben aussehen. Feld hier links von uns. Hier rechts haben wir Raps ausgesät. Und ich werde gleich mal so einen Überladewagen für Dünger und Silo, Dünger und Saatgut, werde ich gleich mal nachgucken. Und gegebenenfalls dann auch kaufen. Weil mir das doch ziemlich auf den Keks ging, dass das hier nicht so vernünftig funktioniert hat. So, dieses Feld habe ich genannt. Wie habe ich denn das jetzt genannt? 107, glaube ich. 107. So, Kurs generieren. Schon läuft das hier. Aber hier mein Unimog 3 steckt im Verkehr fest. Was kann das sein? Achso. Ja, alles klar. Ja, das ist sogar eine. Aha, ich habe ja ein bisschen was probiert. Mal gucken, ob das geht. Ich habe die Plattform versucht umzubauen. Und zwar habe ich eigentlich versucht, das Autoload-Skript zu ändern. Aber funktioniert jetzt gar nicht mehr. Oder zumindest nicht besser, als ich dachte. Arbeitsmodus ausschalten. Ja, ist er das da hingeworfen? Okay. Arbeitsmodus anschalten. Hört sich jetzt so gut wie gar nichts mehr. Jetzt sehr schade. Dann habe ich das noch nicht richtig gemacht. Muss ich mir nochmal angucken, was dabei falsch war. Das kann ich so gar nicht sagen. Ja, super. Genau so soll das. Muss ich mal gucken, ob das denn zumindest funktioniert hat, mit dass ich zweigeschossig laden kann. Ja, das hat funktioniert. Ich wollte nur den Abladebereich noch vergrößern. Den Trigger praktisch fürs Aufladen. Das hat nicht funktioniert. Okay. Aber, dass er jetzt zwei Ebenen macht, das hat funktioniert. Ich bin so ein bisschen stolz drauf, ne? Kann ich ja nicht anders sagen.
ich ja nicht anders sagen. Ja, jetzt ist irgendwie hier. So. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt oder was? Ja, das hat sich mein. Ne, doch nicht. Was auch immer das jetzt war, irgendein Hakler, muss man vorsichtig mit sein. Aber dann kann ich den ja erstmal hier aus dem Weg schaffen. Container aufladen. Aber wenn das mal keine große Ladung Kohle ist. Liegt immer noch im Verkehr fest. Das ist ja doof. Nein. Soll ich die erstmal hier lassen? Wenn ich da vorne erstmal Platz mache, damit mein Unimog da fahren kann. Der macht ja die automatische Versorgung. Soll er zumindest machen. Ja, wobei, kann ich ihn hier unten lassen. So, fehlt diese Begrenzungspfeiler. Falls du das hier siehst. Diese Begrenzungspfeiler da. Die müssen weg. Also der da zumindest. Ah, da ist aber doch eigentlich noch Platz. Soll ich mal nicht so anstellen. Ach, ist das jetzt vielleicht wegen des Triggers? Soll ich da mal nicht so anstellen? Nicht päpstlicher sein als der Papst, wie wir immer sagen. So, den stellen wir erstmal dahin. Dann gucken wir mal, was habe ich denn mit dem hier gemacht? Da habe ich Weizen geladen. Wofür habe ich Weizen geladen? Ich glaube, ich wollte Weizen zum Hühnerhof bringen. Aber ich lasse das erstmal eben kurz. Ich gehe erstmal in den Shop. Ich suchte doch. Wo ist denn das Set vom Horsch? Wo finde ich das denn? Das habe ich hier eigentlich drin. Ja, ich suche nicht den Düngerstreuer. Natürlich schon recht cool ist, mit 36 Meter Arbeitsbreite. Aber den suche ich ja nicht. Ich suche hier einen Überladewagen. Wo finde ich den Überladewagen? Hm?
Seed Tender. Passt da jetzt einer oder passen da zwei rein? Die Frage, wie kann ich den steuern, ziehen? Habe ich hier eine Anhängerkupplung dran? Kann ich den mit dem Pickup ziehen? Wäre natürlich cool, ne? Ja. Wäre auch kein guter Bauer, wenn ich den nicht mit dem Pickup ziehen könnte. Also wenn ich keine Anhängerkupplung am Auto hätte, sagen wir es mal so. Das muss nicht unbedingt im Pickup sein, aber... Das geht. Ob ich den da anhängen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Ey, geil. So. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist er ja zweigeteilt. Das heißt, ich müsste da Saatgut... Ja, der muss nämlich aufgefüllt werden, ich weiß. Der 900 Vario steckt im Verkehr fest. Ja, klar. Logisch steckt er im Verkehr fest. Weil ich ja den Zug da vorne so bescheuert abhängen lassen. Na, das ruckelt wieder. Ich habe schon die Grafikeinstellungen runtergeschraubt. Trotzdem ruckelt das hier wie Tier. Da hinten steckt er bestimmt. Ja, sag ich ja, da steckt er fest. Mal eben drum kümmern. Damit hier die Ernte nicht allzu unnötig lange aufgehalten wird. Aber einfach mal hier hinstellen. Nochmal Platz machen. Dass er durch kann. So. Ja, Xerium muss aufgefüllt werden, das weiß ich. Da arbeite ich ja gerade dran. Hoffentlich funktioniert das. Dass ich sowohl Dünger als auch Saatgut hier reintun kann. Wobei Dünger verbraucht er ja relativ wenig, muss ich ja sagen. Ja, sehr schön. Das ist doch sehr schön, dass das funktioniert. Kaufen wir uns mich gleich noch so ein. Dann brauchen wir nicht immer wieder hier zum Hof zum Auffüllen zurückfahren, sondern können einfach dieses Teil da mal ins Feld stellen. Und sind damit dann fein. Den Transport zum Feld müsste es jetzt noch funktionieren, dass ich dieses Teil hinten einfach an die Sämaschine anhänge. Das wäre richtig cool. Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Wir verkaufen uns dann, wenn das gleich alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, noch einen von.
Hier haben wir auch noch Grasballen liegen. Hier haben wir noch was Single Map erstellt oder gerollt, gepresst. Ja. Schauen wir mal schön hier an Wegesrand. Na, wie viel passt da ein? 3000? Ja. Ist jetzt auch nicht alle Welt. Aber ist besser als nix. Auf jeden Fall. So. Ja. Was die Aufgabe erledigt, das ist doch schön. Dann kannst du zurück zum Hof den Ladewagen holen. Mal gucken, was wir hier für Kurse haben. Wir werden für Feld 4 schon einen Kurs zur Kompostfabrik haben. Und dann können wir nämlich da schön zum Kompost fahren, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Oder gerne auch ein Abo. Ja, und es würde mich tierisch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich mal ciao.